Lothar Wittig von der Vodafone. Er ist dort Director für das Thema LTE. Er ist seit 1998 in der TK-Branche, dort eigentlich aus dem Festnetzbereich kommen. Von dem Vorgänger sozusagen von Vodafone bei der Arcom. Dort offensichtlich zunächst einmal für das Thema DSL und dann jetzt eben, wie gesagt, seit 2010 für das Thema LTE verantwortlich. Der Titel Ihres Vortrags, LTE, Highspeed Internet, jetzt überall. Das Wort jetzt interessiert mich, deswegen dann auch gleich meine Frage. Jetzt, was heißt das jetzt? Sie haben es natürlich schon, genau. Ist mir klar, aber wer hat es noch außer Ihnen? Ja, jetzt haben es 10 Millionen Haushalte, versorgen wir bereits, ja. Woher können wir erreichen. Und jetzt heißt, seit 1.3. haben wir auch ein Smartphone, das heißt, jetzt wird LTE auch mobil und wir haben damit wirklich Bandbreite und Mobilität. Okay, das finde ich tatsächlich immer einen spannenden Punkt. Jetzt wird es mobil. LTE ist ja eigentlich eine mobile Technologie. Ja. Wie kann es da vorher nicht mobil gewesen sein? Ja, vorher waren bestimmte Technologien noch nicht verfügbar, also entweder Geräte, die sowohl LTE als auch UMTS können. Und wenn ich halt nur ein LTE-Gerät habe, dann ist das relativ immobil, solange ich keine ausreichende Flächendeckung habe. Diese mobilen Datengeräte, die gibt es jetzt schon seit Herbst letzten Jahres, sodass wir auf der Datenseite mit Surfstick schon seit Herbst mobil sind. Und jetzt haben wir auf das erste Smartphone gewartet und sind als Vodafone die Ersten, die das jetzt seit 1.3. verkaufen. Das heißt, jetzt wird es auch mit einem Telefon mobil. Okay, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. So. Ja, erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Freut mich, dass so zahlreiches Interesse an dem Thema LTE von Vodafone besteht. Ich zeige Ihnen eine kleine, einen kleinen Überblick, wie das LTE-Programm bei uns aussieht, wie weit wir sind bei der Markterschließung. Und anschließend wollte ich auch gerne auf Fragen und wir werden dann auch noch eine Podiumsdiskussion mit den anderen Vortragenden haben. Ja, erstmal LTE, worüber reden wir da eigentlich? Das ist ja wieder eine Techniksache und wir fragen uns natürlich auch selbst immer, wieso machen wir eigentlich diese ganze Technik und was ist relevant dabei für die Kunden und für die Menschen? Und eine Erkenntnis, die wir dabei bekommen haben, ist, dass das Thema Netz eigentlich das fünfte Element heute ist. Neben den üblichen vier Elementen Wasser, Erde, Luft und Feuer ist das Netz inzwischen eigentlich einfach ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Das Netz natürlich nicht im technischen Sinne, sondern was wir mit dem Netz machen, nämlich kommunizieren mit anderen Menschen, kooperieren, zusammenarbeiten, uns austauschen. All das ist sicherlich inzwischen ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens geworden und sicherlich auch ein wesentlicher Bestandteil überhaupt der Menschheit, muss man sagen. Früher hat man das halt jetzt nicht über elektronische Netze gemacht, sondern über, ich weiß nicht, Trommeln und Rauchzeichen. Aber grundsätzlich, die Vernetzung ist einfach ein wesentlicher Bestandteil der Menschheit und insofern ist das auch ein wichtiger Punkt, aber wir können damit einmal ein bisschen abstrahieren von dieser reinen Technik, warum bauen wir eigentlich Netze aus und da fragen wir uns natürlich selbst auch manchmal, welchen Sinn hat das eigentlich und uns ist wichtig, das hat einen Sinn. Wenn das ein gutes Netz sein soll, dann sagen wir natürlich, dann ist es wahrscheinlich von Vodafone. Unser Anspruch ist, weil wir sagen, das Netz ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und ist ein sehr relevanter Teil für die Kunden und für die Menschen, haben wir uns zum Ziel gesetzt, das beste Netz zu bauen. Und der nächste Punkt ist natürlich, auf den man dann gleich kommt, dass LTE die beste Netzwerktechnologie im Moment ist, die wir sehen. Und deswegen setzt Vodafone so stark auf das Thema LTE. Und unser Anspruch ist ganz klar, hier Markt- und Innovationsführer zu bleiben und das auch weiter auszubauen. Wenn wir über LTE sprechen, dann reden wir da immer von drei Elementen. Und das eine Thema, das ist immer die digitale Dividende. Das heißt eben neue Frequenzen, die im Mai 2010 für den Mobilfunk freigegeben wurden oder für die mobile Funktechnik freigegeben wurden. Da gab es eine Auktion der Bundesnetzagentur. Das sind ehemalige Fernsehfrequenzen oder Frequenzen, die von analogen Fernsehen genutzt wurden und die wir jetzt für die Mobilfunktechnik zur Verfügung gestellt haben.
Die haben eine ganze Menge Vorteile, ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein. Der zweite Punkt, den wir bei LTE immer synonym meinen, das ist eben ein neues Kodierungsverfahren, das ist wesentlich leistungsfähiger, das kann schon heute bis zu 100 Megabit und es gibt da auch weitere Ausbaustufen, warum wir sagen, das ist eigentlich auch eine Gigabit-Technologie, dass man Kodierungsverfahren, das eben auf mehreren Frequenzen einsetzen könnte. Hier in Deutschland wird es in der Regel im Zusammenhang mit den Frequenzen der digitalen Dividende gemeint und auch genutzt. Und der dritte Punkt, Frequenzen und eine Modulationstechnik im Mobilfunk nützt uns ja alles noch nichts, wenn wir keine Anwendungen und wenn wir keine Endgeräte haben. Auch die brauchen wir natürlich und das ist das dritte Element, das wir benötigen und das wir meinen, wenn wir hier von einem LTE-Ausbau und von einem LTE-Angebot reden. Auf die drei Punkte würde ich jetzt auch näher eingehen. Ich starte mal mit dem Thema Frequenzen. Und bei den Frequenzen ist es einfach so, es gab eben früher das analoge Fernsehen und das hat durch die analoge Technik ein recht großes Frequenzspektrum benötigt bei einer relativ kleinen Senderanzahl. Und irgendwann hat man gesagt, es gibt einfach inzwischen eine digitale Sendetechnik, DVB-T, die ist wesentlich effizienter, da kann ich mit wesentlich weniger Frequenzspektrum mehr Sender anbieten. Und das hat man ja ein paar Jahre lang eingeführt und irgendwann hat man eben gesagt, von der politischen Seite aus, wir können jetzt die Frequenzspektren besser nutzen, wir schalten das analoge Fernsehen komplett ab. Erinnert sich jeder dran, vor ein paar Jahren war das, da mussten dann alle Leute, die das vorher noch nicht hatten, sich einen DVB-T-Empfänger kaufen oder eben Satellit oder Kabel nutzen. Und dann wurden diese Frequenzspektren freigemacht. Das ist natürlich ein öffentliches Gut und das ist ein knappes Gut, diese Frequenzspektren. Insofern hat man sich dann überlegt, was machen wir denn jetzt damit, wenn wir dann eine höhere Effizienz haben in der Fernsehtechnik, wie können wir denn möglichst dieses öffentliche Gut auch so einsetzen, war eine Frage in der Politik, dass auch die Allgemeinheit etwas davon hat. Und da war es durchaus auch eine Initiative, die Vodafone vorangetrieben hat, bei der wir gesagt haben, diese Frequenzen sind super gut dazu geeignet, dass wir da die ländlichen Gebiete, die heute noch keinen Breitband-Internetzugang haben, dass wir die auch mit Breitband-Internet jetzt versorgen können. Weil diese 800 MHz-Frequenzen, von denen wir reden, die haben eben zwei sehr positive Eigenschaften. Zum einen nehmen sie sich oder haben eine sehr gute Ausbreitung in der Fläche. Das heißt, ich kann mit einer Antenne eine sehr große Fläche versorgen. Und zum anderen kann ich auch in die Gebäude eine sehr gute Signalstärke und eine sehr gute Versorgung realisieren mit 800 MHz-Frequenzen. Deswegen sind sie sehr gut geeignet, um eben weiße Flecken, sogenannte weiße Breitbandflecken zu versorgen. Und man kann sich das leicht so vorstellen, auch wenn man auf jede Antenne, die heute mit GSM, also mit Mobilfunktelefonie ausgestattet ist, und bei Vodafone sind das 22.000 Antennen, wenn man auf die überall einfach ein LTE-Modul mit der 800 MHz-Frequenz setzen würde, dann hätten wir eine genauso gute Versorgung mit Breitband-Internet, wie wir sie heute mit Mobilfunktelefonie haben. Und das ist genau unser Ziel, das zu erreichen. Aber hier die 800 MHz-Frequenzen, wie gesagt, digitale Dividende sind auch sehr wertvoll. Die Anbieter haben jeweils, die drei, die diese Frequenzen dann ersteigert haben, jeweils rund 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro, dafür ausgegeben bei dieser Auktion. Also es ist ein sehr wertvolles Gut. Das Modulationsverfahren und das Kodierungsverfahren, was wir bei LTE nutzen, das kann man auf verschiedenen Frequenzen nutzen, aber wie gesagt, wir haben hier diese digitale Dividendenfrequenz ersteigert, nutzen die primär, hat einige große Vorteile, das Kodierungsverfahren. Wir haben eben deutlich höhere Download-Geschwindigkeiten, Downlink-Geschwindigkeiten schon heute. Wir können bis zu 50 Megabit realistischerweise wirklich anbieten. Nicht zu unterschätzen ist aber auch das Upload, die Upload-Möglichkeiten, die LTE als Funktechnologie bietet. Wir sehen hier 10 Megabit, die wir in dem Tarif nennen. Technisch gehen sogar bis 25 Megabit. Und das ist eben deutlich mehr, als wir es heute von der bekannten DSL-Technik kennen. DSL ist eben in der Regel ADSL und da sagt der Name schon, dass es sehr asymmetrisch ist.
Das heißt, ich habe zwar 16 Megabit vielleicht im Downlink und kann schnell Daten runterladen aus dem Internet, aber es ist eben sehr langsam mit 800 Kilobit bis maximal 1 Megabit im Upload. Das heißt, es dauert sehr lange, bis ich eventuell Fotodateien ins Internet, in die Cloud oder als Geschäftskunde auch größere professionelle Dateien versenden kann. Und dann gibt es einen dritten Punkt, das sind die sogenannten Antwortzeiten oder Ping-Zeiten. Und die sind auch relevant, wenn ich das Internet und die verschiedenen Technologien wirklich erleben will. Ist sonst nicht so groß beachtet, diese Ping-Zeit. Aber wenn man es mal ausprobiert, LTE, und da kann ich jedem nur empfehlen, das am besten natürlich mit Vodafone-Stand auch mal auszuprobieren, aber auch gerne woanders. Auch hier funktioniert es sehr gut in der Halle. Man merkt einfach, es ist viel schneller als das, was man bisher von UMTS kennt. Es ist wirklich mindestens so schnell wie DSL zu Hause. Die Antwortzeiten, diese Pingzeiten sind für das Erlebnis, die erlebte Geschwindigkeit sehr wichtig. Und man klickt wirklich irgendwo drauf und die Seite ist sofort da, es passiert sofort was. Und nicht, wie man das teilweise von UMTS eben kennt, dass man das Gefühl hat, das dauert jetzt irgendwie, bis da auch wirklich was passiert auf dem Telefon. Ja, also Codierungsverfahren auch wesentlich effizienter, wesentlich besser, wesentlich mehr Geschwindigkeit. Und wenn man mal so ein bisschen an der Stelle auf die Zukunft guckt, dann kann man sagen, gut, technisch, theoretisch geht LTE heute bis 100 Megabit. Wenn ich mir das mal gegenüber UMTS angucke, da haben wir bei UMTS mit 384 Kilobit angefangen in der Vermarktung im Jahr 2004. Und wir sind inzwischen bei 40 Megabit, die wir auch mit UMTS in der höchsten Ausbaustufe inzwischen realisieren können. Das heißt, wir haben dort 384 Kilobit bis 40 Megabit ungefähr eine Verhundertfachung der Geschwindigkeit in 8 Jahren erzielt. Und wenn ich jetzt mal überlege, na, das kann sich jeder dann im Dreisatz selbst überlegen, wie viel bedeutet denn eine Verhundertfachung in 8 Jahren dann für LTE? Dann kommt man wirklich auf atemberaubende Geschwindigkeiten. Und dann sagen wir mal, vielleicht ist es nicht verhundertfacht, sondern vielleicht ist es in 5 Jahren auch nur das 20-fache, was wir können. Und dann ist es immer noch eben 1 Gigabit. Und die entsprechenden Standards LTE Advanced sind ja auch schon in den entsprechenden Testlaboren in Erprobung. Und deswegen sagen wir eben, LTE hat definitiv das Potenzial oder ist heute schon abzusehen, dass es eine Gigabit-Technologie ist, die auch den zukünftigen Ansprüchen an die Bandbreite und an die Datenübertragungsgeschwindigkeit hier gerecht wird. Wie gesagt, das sind natürlich eine Menge Tabellen und irgendwie Zahlen. Ich kann nur jedem empfehlen, probieren Sie es aus. Ja, ich habe ja auch ein Handy dabei, ein LTE-Handy. Wir können gerne nach dem Vortrag, kann ich das mal umgehen lassen. Und Sie können das gerne mal hier vor Ort ausprobieren. Oder wie gesagt, auf dem Vodafone-Stand haben wir noch ein paar mehr davon. Jetzt gibt es für uns die Herausforderung, das war ja auch die Frage von Herrn Dr. Winkler am Anfang, wo geht denn jetzt überall LTE? Na, jetzt finden wir das alle ganz toll und jetzt wollen wir es auch benutzen, aber warum geht es denn noch nicht überall? Und da ist es einfach so, ich habe schon erwähnt, 22.000 Basisstationen, die wir im Mobilfunk haben bei Vodafone, die können wir einfach nicht auf Knopfdruck umrüsten, sondern da muss zu jeder Basisstation muss jemand hinfahren, da neue Antennen dran schrauben, neue Sendetechnik einbauen. Das muss alles gemacht werden, wirklich manuell. Wir haben den Vorteil, wir müssen keine neuen Antennen bauen. Also die Antennenstandorte, die Masten, da brauchen wir keine neuen. Deswegen geht es relativ schnell, aber dennoch muss eben jeder Standort einmal angefahren werden und muss vor allen Dingen auch die Anbindungskapazität zu diesem Standort muss dramatisch erhöht werden. Wir brauchen da ja an jedem Standort mehrere hundert Megabit, damit wir diesen ganzen Verkehr auch abführen können. Na, weil Sie können sich vorstellen, also ich war da schon an mehreren Standorten, da steht dann so ein Mast in Ostdeutschland irgendwo auf dem Spargelfeld, da haben sie nicht einfach mal 300 Megabit irgendwo liegen, sonst wäre das auch bisher kein weißer Fleck gewesen. Das heißt, eine große Herausforderung liegt eben darin, überall diese Bandbreite auch mal hinzubringen, damit wir sie dann über LTE gut verteilen können. Ja, unsere Strategie im Ausbau ist, dass wir zunächst die sogenannten weißen Flecken, die ländlichen Gebiete versorgen wollen. Das hat zwei Gründe. Zum einen, klar, das war auch eine Auflage der Bundesnetzagentur, die gesagt hat, wenn wir dieses öffentliche Gut der digitalen Dividende hier versteigern, dann verpflichten wir die Unternehmen, die die Frequenzen bekommen, dazu auch wirklich die dafür zu nutzen, den ländlichen Raum zuerst auszubauen.
Da gab es insofern eine Liste der Bundesnetzagentur pro Bundesland, auf der genau drauf stand, in dem und dem Ort, da müsst ihr zuerst über 95% der Haushalte versorgt haben. Und wenn ihr das in allen Ortschaften, die da auf der Liste sind, gemacht habt, dann dürft ihr in die Städte reingehen. Ne, weil man sonst so ein bisschen die Befürchtung hatte, das kennen wir ja von den Anbietern, die gehen dann zuerst in die Städte und das Land geht wieder leer aus, wollte man hier verhindern und hat man verhindert, deswegen bauen wir zuerst im Land aus. Aber es gibt noch einen anderen Grund neben dem regulatorischen und das ist ein rein wirtschaftlicher, wir sind ja ein Unternehmen, wir wollen, machen das natürlich, weil wir Geld verdienen wollen, das sage ich auch offen und hier ist einfach ein Markt vorhanden. In den weißen Flecken gibt es Bedarf. Da gibt es Kunden, die sagen, ja, ich will das kaufen. Und das ist natürlich eine schöne Situation, in der wir da als Unternehmen sind. Wir haben ein Produkt und es gibt Kunden, die es haben wollen. Insofern gehen wir da auch hin in diese weißen Flecken und bieten unser Produkt dort an und bauen eben auch dort zuerst aus. In Phase 1, da geht es also darum, hier diese 3 Millionen Haushalte, die bisher kein schnelles Internet hatten, zu versorgen. Ich kann schon mal als Zwischenstatus sagen, nach unseren Kenntnissen sind ungefähr die Hälfte dieser 3 Millionen Haushalte inzwischen vom einen oder anderen Anbieter und auch von uns maßgeblich in der Lage, inzwischen LTE zu nutzen. Und wir gehen insofern jetzt parallel schon in die Phase 2, das heißt, wir gehen in die Städte rein. Wir haben als Vodafone Düsseldorf als erste Stadt flächendeckend ausgebaut und in Berlin haben wir auch schon, ich sag mal, signifikante Teile versorgt. Wir werden in diesem Jahr in allen großen deutschen Städten, die irgendwie relevant sind, werden wir den Ausbau starten. Es geht allerdings uns weniger darum, jetzt immer mehr Städte da jedes Mal lange Listen zu erzeugen. Ich sag mal, 100 Städte kannst du jetzt irgendwie auch runterlesen. Wir haben auch Krefeld, wir haben auch Hanau, wir haben auch Aschaffenburg, also eine ganze Menge mittelgroße Städte ausgebaut. Uns geht es aber darum, einfach möglichst viele Menschen zu erreichen mit der Technik. Und wir haben inzwischen 10 Millionen Menschen, die wir versorgen können. Also schon eine ganze Menge und wir fangen jetzt nicht an, jedes Mal irgendwie Name-Dropping mit den einzelnen Städten dazu zu treiben. Was man hier sieht an dieser Darstellung, das ist vielleicht nochmal ganz interessant, einfach der Farbeindruck, das ist jetzt jeweils der Stadtplan von Düsseldorf auf der rechten Seite. Einmal, wie er heute mit der UMTS-Technik aussieht, mit ca. 200 Basisstationen auf UMTS ausgebaut. Da sieht man, in der Realität hat man da Bandbreiten von blau bis grün. Das heißt ungefähr 2,5 bis 10 Megabit. Und wir haben einfach mal gesagt, okay, wenn wir die jetzt alle mit LTE 800 ausrüsten, dann kommt man eben in die rechte Situation. Das heißt, das sind Farben von gelb bis rot. Das heißt, wir haben jetzt 20 bis 50 Megabit. Das zeigt einfach nochmal den Hub an Bandbreite, den man da in so einer Stadt erreichen kann. Wo stehen wir im Ausbau? Wir sind vor einem Jahr hier auch auf der CeBIT haben wir verkündet, ja, wir haben 2 Millionen Haushalte, die wir versorgen können und ungefähr eine Fläche von 9%. Wir stehen heute bei 10 Millionen Haushalten und einer Fläche von 35%, werden wir Ende März sein. Das heißt, die Fläche wächst auch überproportional, das ist so ein bisschen, ich sag mal, liegt in der Sache der weißen Flecken, das ist nicht so dicht besiedelt. Und wir werden Ende des aktuellen Jahres, beziehungsweise wenn wir nächstes Jahr hier CeBIT haben, dann ist unser Ziel, dass wir über 16 Millionen Haushalte mit LTE erreichen und damit 70% der Fläche abdecken. Dazu kommt natürlich bei uns immer noch komplementär die UMTS-Versorgung, die wirklich auch tatsächlich relativ komplementär zu der LTE-Versorgung ist, weil da haben wir ja anders als bei LTE in den Städten angefangen, sodass, wenn man die beiden Karten zusammenlegt, unser Ziel ist, für nächstes Jahr auf der CeBIT hier verkünden zu können, dass wir 90 bis 95% der Haushalte mit schnellem Breitband, mobilem Internet versorgen können. Wenn wir das mal nach Bundesländern schneiden, der aktuelle Status ist, dass wir in 10 der 16 Bundesländer die Auflagen der WNSA, die mit der Frequenzversteigerung verbunden waren, erfüllt haben. Ja, dabei sind auch wirklich Flächenstaaten, Flächenländer wie Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und ich muss sagen, wir machen trotzdem weiter in diesen Bundesländern. Es ist nicht so, dass wir sagen, die BNSA-Auflagen sind jetzt erfüllt und jetzt gehen wir alle nur noch in die Städte rein,
Nein, wie gesagt, wir glauben auch an den Bedarf in den ländlichen Gebieten. Insofern wird auch dieses Jahr weiterhin ein großer Anteil unserer Investitionen in die ländlichen Gebiete gehen. Und wir werden da weitermachen, weil wir da weiterhin auch ein Marktpotenzial sehen. Jetzt nützt das ganze Netz und jetzt nützen auch die Frequenzen und die Funktechnik überhaupt nichts, wenn ich am Ende keine Produkte dafür habe. Na, auch das ist wieder der Punkt. Wir können jetzt hier Haushaltszahlen nennen und Städtenamen uns alle da auf Listen schreiben. Am Ende brauchen wir ja Produkte, sowohl von der Hardware als auch von dem Service her, die der Kunde nutzen kann. Und auch hier wollen wir als Vodafone weiterhin führend sein. Wir haben das größte Produktportfolio, dass man im Moment mit sich mit LTE denken kann. Wir haben alles von realisiert von einem Datenprodukt, was ein stationäres Produkt ist. Das war das erste, was wir Ende 2010 auf den Markt gebracht haben. Das konnte halt nur LTE, insofern war es stationär. Und ich konnte aber eben schon in den ganzen weißen Flecken dann wirklich mit einer Geschwindigkeit surfen, die über der von DSL liegt. Dann das zweite Produkt ist wirklich ein voller Festnetzersatz. Wir nennen das irgendwie auch Festnetz LTE. Da kann ich jetzt auch, kann ich wirklich meinen Festnetzanschluss kündigen, kann den migrieren, weil ich kann über diesen LTE-Anschluss telefonieren und surfen gleichermaßen, so wie ich das von meinem DSL-Anschluss bisher kenne. Ja, nur statt dass ich eben das Kabel in die Wand reinstecke, stecke ich das in ein LTE-Modem. Ja, und das Ganze, der ganze Rest, also da, wo ich wirklich mein Telefon nutze und auch mein WLAN zu Hause habe, das ist genau das gleiche Endgerät, was wir auch bei LTE nutzen. Das hier das zweite, was Sie da in blau sehen, das verkaufen wir seit März letzten Jahres, seit März 2011. Und im November 2011 haben wir auch ein mobiles Datenprodukt mit einem mobilen Surfstick auf den Markt gebracht und angeboten. Und jetzt ganz neu eben seit 1.3. verkaufen wir auch das erste LTE-Smartphone. Und zunächst jetzt im März erstmal nur in Düsseldorf, weil das natürlich ein schöner zusammenhängender Bereich ist. Und am 1.4. dann auch bundesweit in allen Vodafone-Verkaufsstellen. Wir machen aber auch weiter, wir hören damit nicht auf. Wir arbeiten gleichzeitig natürlich auch daran, unser TV-Produkt, also Vodafone TV, auch auf LTE zu migrieren oder auch dafür zu enablen. Das heißt, wir werden natürlich Live-TV nicht über LTE anbieten. Dafür ist, ich sag mal, die IP-Technik in Summe nicht die effizienteste Methode, sondern wir werden das Live-Streaming-TV über Satellit oder über Kabel anbieten. Aber das Video-on-Demand, der Video-on-Demand-Anteil und die Synchronisierung von elektronischen Programm-Guides und Programmführern, das kann man sehr gut über LTE machen. Und wir haben ja so eine Hybrid-Box, die wir sehr leicht auf LTE jetzt hier auch anpassen können. Das wird im Laufe dieses Jahres noch als Zukunftsaussicht dann folgen. Ja, kommen wir zu dem Thema Smartphone. Das ist ein bisschen die Frage, dass man sich am Anfang überlegt hat, was bringt mir denn jetzt eigentlich diese Geschwindigkeit auf einem Smartphone? Und ich muss sagen, jeder, der das dann einmal wirklich ausprobiert, der stellt diese Frage, weil das alleine das Surfen, ganz normales Webbrowsing, ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wenn ich hier 20, 30 Megabit auf dem Telefon habe. Ich meine, selbst 15 Megabit hat eben kein Mensch mit irgendwie einem iPhone, ne, weil das kann nur 7,2. Also hier können wir einfach wesentlich schneller surfen und die entsprechenden Ping-Zeiten helfen ja auch wirklich ein ganz anderes Surferlebnis zu generieren. Ich klicke irgendwo drauf und schwupps in die Bilder und ist die Webseite da. Was natürlich auch total Spaß macht und wo man einfach auch ein ganz anderes Nutzerverhalten dann sieht, ist, wenn ich jetzt an Videos denke, zum Beispiel eben über YouTube, die kann ich jetzt wirklich in einer sehr guten Qualität in HD mir angucken und die sind auch sofort da. Ich kann auch in dem Video von links nach rechts, also mal vor- und zurückspulen, ohne dass es immer 3 Minuten dauert, bis er sozusagen wieder dann die Stelle gefunden hat und von dort aus wieder neu puffert. Das geht super schnell, können Sie gerne auch hier mal ausprobieren. Auch Apps downloaden. Sie kennen das wahrscheinlich, wenn Sie mit dem Smartphone unterwegs sind und es gibt eben etwas größere Apps, die vielleicht auch mal 10 Megabyte groß sind und Sie sind nur in der mittleren Versorgung mit UMTS, dann überlegt man sich schon, ob man das dann wirklich macht oder ob man nicht wartet, bis man wieder zu Hause ist und dann vielleicht wieder WLAN ist, weil es dann einfach schneller geht. All das können Sie sich sparen mit LTE, da können Sie einfach unterwegs zack auf den Knopf drücken und die App ist genauso schnell im Download, wie Sie das von zu Hause sonst aus Ihrem WLAN kennen. Und der vierte und vielleicht
beste Punkt aus meiner Sicht aktuell ist, Sie haben natürlich immer Ihren portablen LTE-Hotspot dabei, weil Sie können bei diesen Geräten mit einem Knopfdruck haben Sie da Ihren eigenen WLAN-Router eingeschaltet und Sie können damit praktisch alle anderen Geräte, die Sie sich gerade vor ein paar Monaten gekauft haben, auf LTE-Speed bringen. Insofern sagen wir, wir haben schon heute LTE-Tablets, weil ich ja jedes bestehende Tablet, was ich habe, über WLAN und dann den LTE-Hotspot auf meinem Telefon, was ich vielleicht in meiner Jackentasche habe, kann ich einfach auf LTE-Speed hier beschleunigen. Und wir werden für die Zukunft spielt auch das Thema Videokommunikation bei uns eine große Rolle. Sie haben vielleicht von dieser RCSE-Initiative ja auch gehört, die wir anbieterübergreifend mitgestalten. Also ich sag mal Chatdienste, Videokommunikation, File-Sharing, all das wollen wir ja anbieterübergreifend auf eine neue Plattform stellen. Das heißt RCSE oder Join. Und auch das wird natürlich nochmal viel besser und viel schneller mit LTE werden. Und wir liefern die ersten LTE-Geräte dann auch aus mit einer ersten Join-Version, die über LTE dann besonders viel Spaß macht. Ja, das war ein kleiner, schneller Überblick über den Stand des LTE-Ausbaus und High-Speed-Internet jetzt. Ich glaube, Sie haben ja einen kleinen Eindruck bekommen, was wir mit jetzt wirklich meinen, und wir meinen mit jetzt wirklich jetzt. Und ich bin offen für Ihre Fragen. Ganz herzlichen Dank. Remo ist mein Name von der Wirtschaftsförderung des Kreises Steinfurt. Meine Frage ist, beim LTE-Produkt hört man bislang von den Kunden, dass sie nicht so gut zufrieden sind damit, dass man eine Kapazitätsbegrenzung hat, also keine Flatrate. Ja. Und das ist in der Tat ja ärgerlich, wenn man im Prinzip nach einer bestimmten Dauer dann gedrosselt wird auf eine relativ geringe Geschwindigkeit. Gibt es da Entwicklungen, dass da möglicherweise auch Produkte mit Flatrate zukünftig angeboten werden? Ja, also Hintergrund ist, dass der Mobilfunk natürlich ein Shared Medium ist und insofern teilen sich die Leute, die in einer Zelle sind, dieses Medium. Wir haben eine Menge Messungen gemacht und wir sehen, dass wenn 100 gleichzeitige Nutzer wirklich, also abends in der Busy Hour, ein normales Surfverhalten haben, dass dann alle Nutzer immer noch 10 bis 20 Megabit in einer Zelle zur Verfügung haben. So, und jetzt ist natürlich die Frage, also das wollen wir natürlich weiterhin allen Kunden auch ermöglichen. Und um das zu tun, ist es halt notwendig, dass wir so ein paar Verkehrsregeln einziehen. Und dazu gehören auch diese Volumengrenzen. Der Kunde muss ja danach nicht mehr zahlen, aber wird eben etwas gedrosselt. Und der Sinn dafür ist eben wirklich einfach nur dafür zu sorgen, dass nicht 5-10% Heavy-User die 80 oder 90% der restlichen User sozusagen die Geschwindigkeit wegnehmen und die Ressourcen wegnehmen. Bei den Tarifen, die Sie jetzt vorstellen, wo ist da die Drosselgrenze? Die ist je nach Geschwindigkeit eben auch gestaffelt. Okay. Die geht bis 30 GB im größten Tarif. Und wir gucken uns diese Grenzen auch regelmäßig an, dass wir die immer an das aktuelle Nutzerverhalten des Durchschnitts anpassen. Ja, also meine Empfehlung wäre immer, dass so 80% der Kunden eben nicht an diese Grenze rankommen sollten. Ja. Und dann werden wir die Grenzen auch anpassen, aber wir wollen es eben nicht freigeben, sonst haben Sie eben diesen Effekt, dass ein paar Nutzer das für alle dann verschlechtern. Also wir fangen einfach mal an, dann schauen. Ich habe eine Frage zu dem Frequenzspektrum, in dem Sie arbeiten. Sie sagten ja, dass Sie im ländlichen Bereich bei LTE 800, also im 800 MHz-Bereich, arbeiten werden. Wie sieht es in den Städten aus? Gehen Sie unter den 1,8 GHz-Bereich oder bleiben Sie auch bei 800 MHz? Ja, sehr gute Frage. Also wir sind also wirklich überzeugt davon bei Vodafone, dass es richtig ist, auch in die Städte mit 800 MHz zu gehen. Ja, alles andere wäre wirklich falsch aus meiner Sicht, weil es geht dabei gar nicht so sehr um die Spitzengeschwindigkeit. Die ist vielleicht bei 1800 oder vor allen Dingen, wir haben ja auch die 2600 MHz, die ist da vielleicht höher. Aber die Spitzengeschwindigkeit ist nicht das Entscheidende, sondern die wirklich erlebte, auch vor allen Dingen in Räumen. Und da ist 800 MHz allen anderen Frequenzspektren überlegen. Das heißt, wir haben auch in der Stadt den Riesenvorteil von 800 MHz, dass wir in den Gebäuden eine wesentlich bessere Abdeckung und Geschwindigkeit nachher für den Kunden haben in der Praxis. Also es nützt uns nicht, dass wir irgendwie 100 Megabit kommunizieren, am Ende kommen nur Indoor 5 an. Und in unseren Breitengraden ist es am Ende so, dass, ich meine, gucken Sie sich das bei sich selbst an, meistens nutzen Sie die Geräte irgendwie in Gebäuden. Ob das im Büro ist, ob das abends in der Kneipe ist oder sonst wo oder hier in der Messe,
Ne? Wir sind halt nicht dauernd draußen und diese Vision, die Leute sind da im Sommer im Park und surfen alle ganz schnell, das gibt es auch mal, aber ist eben nicht der Standard-Use-Case. Vielleicht nochmal eine erläutern, wenn ja. wir da immer nochmal nachfragen. Können Sie es mal einmal, aber wirklich in ein, zwei Sätzen erläutern, die Unterschiede, die technischen Unterschiede, je nachdem, in welchem Frequenzband man arbeitet? Also je höher das Frequenzband, desto schlechter ist die Versorgung innerhalb von Gebäuden und desto schlechter ist eben die Ausbreitung der Fläche. Okay, gut. Das ist ein niedriges Frequenzband, gute Ausbreitung im Gebäude und in der Fläche und deswegen ist 800 MHz. Das ist der niedrigste Frequenzband, das beste aus. Okay. Ich fange einfach nochmal an mit Herrn Wickel. Sie sind der erste Mal verbeten, insofern haben Sie das Glück, dass Sie dann auch nochmal hier als erster vorgestellt werden. Herr Wickel, Sie sind bei der Vodafone zuständig für das Thema LTE. Sie haben eben mir schon die Frage beantwortet, jetzt, ja, ist jetzt, seit dem 1.3., das ist wirklich ziemlich jetzt. Die Frage, die ich so zu Beginn habe, nochmal, vielleicht auch so ein bisschen vorwegnehmen, was Sie fragen, was fragen Sie eigentlich die Kunden, wenn Sie das Thema, also die Abkürzung fragen Sie vielleicht noch, was die Abkürzung heißt, aber fragen Sie Sie, was bedeutet LTE für mich? Ja, und es gibt, ich sag mal, wir haben ja jetzt eine längere Historie schon in der Vermarktung von LTE auf dem Land als Festnetzersatzprodukt. Und dann fragen die Leute vor allen Dingen, funktioniert denn das jetzt wirklich? Ja. Und weil die natürlich aus Jahren kommen, wo immer wieder irgendwas versprochen wurde, dass man ihnen irgendwie Breitband anbietet und es hat nie so richtig funktioniert. Und da antworten wir einfach nur, dass Ausprobieren das Beste ist. Wir führen das den Leuten auch wirklich vor Ort vor. Und wir sagen denen auch, okay, nimm es einfach mal mit oder probier es aus und wenn es nicht klappt, kannst du es zurückgeben. Okay. Die Leute würden eher, okay, also die sollen es wirklich auch. Also die Nutzung überzeugt einfach und ja. das ist das, worauf wir setzen. Ich sag mal, Abkürzungen und technische Erklärungen helfen da nicht weiter. Sie müssen es wirklich erleben, die Kunden. Was wir aber erwarten ist, dass wir in den nächsten 10 Jahren eine Vertausendfachung des Datenratenbedarfs haben. Da müssen wir des Bedarfs. Da müssen wir uns Gedanken machen und wir hatten es gerade gehört, das ist jetzt der Beginn einer Ära. Jetzt haben wir Zugang im ländlichen Raum wirklich zu Breitband-Internet. Wenn das jeder so toll findet, dann will jeder mehr davon. Und das heißt, wir müssen die Netze skalieren, genau mit der Zehnfachung der Subscriber für LTE brauchen wir 10-fache Kapazität, gleichzeitig neue Dienste. Am Ende brauchen wir die 1000-fache Kapazität und da muss man jetzt drüber nachdenken. Sie sind ein bisschen mein Außenseiter, ne? Sie müssen nichts verkaufen. Das heißt, Sie dürfen jetzt mal so ganz ehrlich, das sind ja unter uns, sagen, können Sie nachvollziehen, wenn Herr Wickel sagt, wow, wenn man das in der Hand hat, da geht es richtig ab, das ist echt richtig cool? Da geht es richtig ab.